Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 in Güldenstedt. Ich weiß, das triggert einige von euch so richtig hart, wenn ich das so lang ziehe, und deswegen mache ich das einfach nur, weil es mir Spaß macht. Ich weiß mittlerweile auch, es wird eigentlich richtigerweise Güldenstedt ausgesprochen, so ganz, ganz kurz, weil das ist ja nur ein Ö und zwei D und deswegen muss man da die Betonung anders legen, aber das ist mir scheißegal. Und als kleine Information, jeder, der irgendwie versucht, in den Kommentaren in irgendeiner Art und Weise besserwisserisch mich darauf hinzuweisen, wird gebannt. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich habe keine Lust, solche Kommentare zu lesen. Und wer einmal sowas schreibt, der interessiert sich eh nicht für den Content und den brauche ich dann auch nicht auf meinem Kanal. Also, herzlich willkommen in Güldenstedt. Ich hoffe, ihr habt die ersten beiden Folgen genossen. Es geht so weiter, wie wir angefangen haben. Es wird, ich glaube, es gibt hier eine ganze Menge zu tun. Jetzt werde ich zuerst mal die beiden Kollegen hier anwerfen. Wobei, wo ist denn jetzt hier eigentlich sein? Wo sind die Bubbles? Ah, die sind da, alles klar. Die beiden Kollegen erstmal anwerfen, wieder alles auf Kurs bringen. Und wir werden dann mal gucken. Passt das? Oder wo willst du hin? Nee, du fährst irgendwie gerade falsch. Du fährst irgendwie gerade ein bisschen falsch. Ich muss das aber ganz kurz anheben. Und dann setzen wir ihn hier drüben mal neu drauf, dass er die Wände richtig mitmacht. Weil irgendwie ist er da ein bisschen verzogen von der Sache her, meiner Meinung nach. Er hat ja einen kleinen Versatz drin. Aber irgendwie hat er den nicht richtig rübergezogen gerade. Mal gucken, ob das jetzt besser läuft. Ich bin mir noch nicht so sicher. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Geschichten. Ich habe auch gelesen über die Kommentare, dass der Mapper von dieser Map, weil ich angesprochen habe, vielleicht kann man da ja was machen und vielleicht Verkaufsstellen dazu und Produktionsstätten und so weiter und so fort. Ich habe gehört, dass der Mapper sich ja schon zur Ruhe gesetzt hat. Und ich hoffe natürlich, dass er eine ausreichende Rente bekommt aus der Mapper-Rentenkasse und nicht einfach so. Oder hoffentlich hat er privat vorgesorgt. Hoffentlich hat er genug privat vorgesorgt. Nicht, dass er da. Das ist ja schlimm. So ein Mapper, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Schlimme Geschichte. Ne, mal gucken. Also, wenn. Das ist natürlich eine sehr, sehr nette Information. Ob jetzt ein Mapper wirklich nichts mehr an seiner Karte macht. Oder aber doch nochmal was macht, das kann man eigentlich nie im Voraus sagen. Soweit ich mich dran erinnern kann, hat der Map-Ersteller. Der Autor, der Modder, also da gab es auch, also es ist alles nur Gerüchte, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben mit einem Mapper gesprochen, der wirklich eine Map von alleine hochgezogen hat. Noch nie. Ich habe mal mit dem Map-Mod-Designer von Werner, den Skydiver, da hatte ich mal schriftlichen Kontakt, wobei Skydiver ja auch immer nur Maps nachmodifiziert hat. Soweit ich mich daran erinnern kann. Und das war tatsächlich der einzige Mapper, mit dem ich mal Kontakt hatte. Und ich habe nämlich auch schon früher schon mal gehört von. Oh, wie hieß denn der? Etsy. Der Mapper, der Two Rivers gemacht hat und Landwehrkanal. Von dem hat man auch gesagt: Oh, der wird für 17 keine neue Map machen. Hat man gesagt. Ich gebe euch Brief und Siegel drauf, da war. Irgendwann, als wir die letzten LS17-Streams hatten auf der Landwehrkanal, kam irgendein Dude in den Chat rein und hat gesagt, oh, der wird nie wieder für 17 Maps machen. Und was ist passiert? Er hat eine Map gemacht für den Mod-Contest. Also von dem her, was man mal so hört und gesagt wird und so weiter und so fort, wenn ihr es nicht direkt von demjenigen gehört habt, und selbst wenn ihr es direkt von demjenigen gehört habt, dann gibt nicht so viel bare Münze da drauf. Nehmt die Information für euch hin. Denkt euch, ja, alles klar, ich hab mal gehört. Aber verbreitet dieses Wort nicht. Ihr seid keine, wie heißt es? Keine Missionare, die irgendwelche Wörter in der Welt verteilen, verbreiten müssen. Wenn ihr sowas hört, behaltet es einfach für euch, okay? Weil, ja, ich habe halt schon sehr, sehr viel gesehen und gehört. Sagen wir es mal so. Und ich habe auch sehr, sehr viel Dennis andersrum wieder gesehen. Sage ich es auch mal so. Aber gut,
Schluss damit. Ich habe einen Inspector installiert und dadurch kann ich jetzt sehen, wie weit der Kollege Mähdrescher ist und sehe, dass er eigentlich schon fast voll ist. Auf der falschen Seite. Mal gucken, wie weit wir auskommen. Und ich möchte irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ich weiß bloß noch nicht wie. Das ist irgendwie gerade mein Problem. Ich würde gerne, oh, ich habe I gedrückt. Und typischerweise passiert unter Unix. Ich würde tatsächlich gerne ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um mir einen Traktor auszuleihen. Ugh, aber die kosten ja so richtig viel, ne? Gibt's hier keinen für 5.000? Nur einen kleinen Zeto, ne? Den kriegst du für 5.000. Okay, Zeto oder Hülimann. Und dann hätte ich gerne einen Anhänger. Habe ich die gemoddeten Anhänger drauf, wo man die Seiten... Oh ja, die habe ich drauf. Ah, die kosten... Okay, das geht. Da könnte man nämlich die Seitenwände hochmachen vielleicht. Dann schmeißt du Holz drauf. Also machst eine Seitenwand drunter, schmeißt Holz drauf. Vielleicht geht das, ich bin mir nicht sicher. Und dann kann man das sauber abfahren. Dann könnte man nämlich ein bisschen Holz machen und darüber vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Wobei das nicht viel ist, ne? Das ist echt nicht viel. Haben wir ein Mähwerk? Also in der Garage haben wir... Wir haben so ein kleines, olles Mähwerk, ne? Vielleicht müssen wir doch ein bisschen mit Gras anfangen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen 130 PS dafür. Oh, what? 130 PS? Das ist ja 130 PS? Oh, what? Das ist ja richtig viel. Das ist richtig, richtig viel. Alter, wo ist denn der Case, den ich jetzt hier vorne dran habe? Der, Alter... Das Teil kostet doch... Alter! Okay. Leihen wir uns ein Deutz aus? Um denn damit mähen zu können? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht wäre es aber auch geschickter, das nicht zu machen und den Case mähen zu lassen. So, dann brauche ich wieder Silagezeug und so weiter und so fort. Das ist eigentlich auch nicht so das Richtige, was ich vorhabe. Eigentlich möchte ich ja lieber ernten, ne? Ich will ernten, 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 ernten und dann über die Ernte Geld machen, ne? Das ist eigentlich das, worauf ich mehr Bock habe. Wir werden jetzt erstmal hier den Kollegen abtanken. Das ist, glaube ich, erstmal das, was jetzt als nächstes dran ist. Ich hoffe, dass er noch die Bahn zu Ende fahren kann und wir dann erst ranfahren müssen, sozusagen. Hoffe ich. Und nicht, dass es so lange dauert. Und selbst wenn, also nochmal auf dieses Mabber-Modder-Thema zurückzukommen, ne? Und selbst wenn er jetzt wirklich gesagt hat, okay, ich mache nichts mehr und nehme mal an, er ist auch gar nicht mehr da, ne? Also das ist ja, also wenn einer nicht mehr da wäre, also komplett nicht mehr da wäre, dann ist es sicher, dass er nichts mehr an der Map machen wird. Dann ist es wirklich safe. Aber davon gehe ich nicht aus. Dann gibt es aber immer noch andere Leute, die auch was machen können. Und vielleicht kennt man ja den einen oder anderen, der sowas machen könnte. Ne? Also ich denke mal tatsächlich, wenn ich denn länger hier drauf spiele, dann werden wir es wahrscheinlich auch irgendwie hinkriegen, dass man hier noch weitere Verkaufsstellen hat. Oder sogar Betriebe oder. Irgendwas lasse ich mir da einfallen. Also ich kenne da noch die eine oder andere Person. Sagen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass ich es mir mit absolut allen verspielt habe in der Alice-Community. Wobei ich nicht wüsste, warum. Ich habe ja nur angefangen, irgendwann nicht mehr LS zu streamen, sondern habe halt eher Minecraft gestreamt und ich denke mal, das ist eh wenigen Leuten aufgefallen. Gut, zum Beispiel von Bitstop, die können doch bestimmt auch sowas. Frage ich mal hier, wie heißt der? Undertaker? Frage ich mal, so, was geht? Ich habe gehört, der Mabber von der Göden steht, macht nichts mehr. Also, wie sieht's aus? Wollt ihr das Ding nicht mal modifizieren? Wollt ihr nicht mal eine geile Map daraus? Oh, Entschuldigung. Nee, die Map ist cool. Auf jeden Fall. Die Map ist richtig gut. Mir gefällt sie. Aber ich glaube, es wäre langsam an der Zeit, nochmal ein bisschen was rauszukitzeln aus diesen Maps. Ich glaube, da ist noch nicht alles draußen. Ich weiß auch tatsächlich noch nicht, wie die neue Unna aussieht. Wie die geworden ist. Da spielt ja Werner auch momentan drauf, habe ich gehört. Oder auch gesehen. Und da wird mich das tatsächlich auch mal interessieren, wie die geworden ist. Da muss ich unbedingt reingucken in seinen LP. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich glaube, er hat einen LP am Start, ne, mit der Unna. Da muss ich unbedingt reingucken, weil Unna, das war ja auch immer die Map, die Halli gespielt hat. Mit Timmy und so zusammen. Und
hatten die ja auch unheimlich viele Produktionsstätten drauf. So richtig, richtig viele Produktionsstätten. Die sind ja eigentlich, haben ja fast kein LS mehr gespielt, sondern die waren ja eher ein Speditionsunternehmen. Die sind ja mit einem LKW von A nach B gefahren und ja, jetzt müssen wir Weizen zu drei Glocken bringen, damit die da draus dann Nudeln drehen und dann fahren wir das zur Spaghettifabrik und also, ne, übertrieben, aber so artähnlich war das ja schon fast. Die sind ja viel, viel, viel durch die Gegend gefahren. Oder auch hier. Aber die hatten noch einen Server, ne, der 24/7 lief. Ja, das war ja, ist ja auch nochmal so eine andere Geschichte, von wegen, wenn du auf dem Server bist, da fallen natürlich immer solche Arbeiten an. Könnte ich mir auch nochmal überlegen, auf einen. Aber wenn ich auf dem Server spielen würde, gerade jetzt LS, dann müsste ich das ja auch schon fast wieder täglich machen. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also, hin und wieder mal wieder gerne hier. Ne, LS spielen ist nice, aber ich muss es nicht übertreiben, sagen wir es mal so. Ich muss es nicht übertreiben. Ich will mir das Spiel nicht kaputt spielen, heißt das ja immer so schön. Durch übermäßiges Spielen kaputt gespielt. Ich glaube, ich bin hier verkehrt abgebogen. Ja, ich bin hier verkehrt abgebogen, weil hier führt leider keine Straße dazwischen durch. Aber ich lerne halt noch die ganzen Straßen hier in Gödenstedt erst kennen, ne? Bis wir das alles richtig raus hatten. Ich habe auch überlegt, ganz kurzzeitig, ob ich die Map, also die, dass es nicht immer Gödenstedt sage, oder Gödenstedt, sondern ob ich nicht einfach sage, dass es die GS ist. So wie wir es ja bei der Goldcrest Valley hatten. Da habe ich ja GCV gesagt immer, ne? Aber andererseits, warum? Auskippen? Achso, auskippen ist einfach I. Wir sind ja hier auf einem Point, das geht ja. Da zur Seite weg, genau. Und dann müssen wir auch gleich schon wieder zurück zum Feld. Nice. Wie voll ist der denn eigentlich? Na gut, der ist jetzt noch nicht wieder voll genug, dass wir da großartig was machen können. Joa, dann müssen wir uns irgendwie eine Beschäftigung suchen, ne? Ich habe aber irgendwie Holz. Ich weiß nicht, ob ich Bock auf Holz habe. Vor allen Dingen weiß ich auch noch gar nicht, wo ein Wald ist. So einen richtigen Wald habe ich auch noch nicht gesehen, oder? Ich glaube nicht. So einen richtigen... Hätte ich hier reingemusst? Oh ja, hier muss ich rein. So einen richtigen Wald habe ich noch nicht gesehen. Ah, danke für den Hinweis übrigens, dass man am Hof alle Türen und Toren öffnen kann. Dankeschön. Dankeschön. Wiesen sind ja auch nicht so besonders, ne? Ich weiß gar nicht, ob die schon voll ausgewachsen sind. Ah, warte mal, das wollte ich mal gucken. Ob die Wiesen, die hier sind, ob die erntereif sind. Aber das sieht danach aus, ne? Ja, das sieht danach aus, als ob die alle erntereif wären. Ja. Okay. Könnte man auch mal überlegen. Aber wie gesagt, dann sind wir wieder in dem Gras-Business und eigentlich will ich nicht so in das Gras-Business wieder einsteigen. Das machen wir auf der App Store verheilen, aber das habe ich auch in der anderen Folge auch schon erzählt. Wie findet ihr das überhaupt, dass die Gönnstedt immer nur jeden zweiten Tag kommt? Ist das in Ordnung oder sagt ihr, so lange warten, Oder sagt ihr, nee, ist genau richtig, weil ich habe eh schon so viel zu gucken. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde ich gerne mal empirisch erheben. Also quasi umfragetechnisch, wie da so eure Einschätzungen sind, eure Meinung zu, was ihr dazu sagt. Wie euer Empfinden dazu ist. Die Einfahrt zum Feld war da oben, glaube ich, ne? Ich bin nämlich da rumgefahren. Aber ich glaube, hier vorne ist die Einfahrt zum Feld, ne? Ja, genau da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oder man müsste sich mal ein paar Maschinchen ausleihen. Also so richtige Maschinchen, so Mähdrescherchen und so. Wobei, ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, lieber, wir haben jetzt ja ein bisschen Sojabohnen auf dem, obwohl so viel Sojabohnen sind das auch nicht. Obwohl, wir könnten eigentlich mal das ganze Lager leer verkaufen. Also, wir kaufen uns gar nichts. Wir mieten uns einen kleinen Truck, großen Anhänger. 45 oder so. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen da drauf gehen. Dieser von Fliegel, wisst ihr? Und ja, guck mal, der braucht ja eh noch ein bisschen, bis der soweit ist. Oh, ich muss noch ein Thumbnail machen für diese Folge. Habe ich voll vergessen am Anfang. Pass mal auf, das machen wir mal. Indem wir hier reingehen. Ich nehme das mal weg.
Und... Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt hakt das mal ganz kurz. Das ist immer so bei Thumbnails. Also bei mir auf jeden Fall. Da gibt es so einen kleinen Haker immer. Aber das ist nicht schlimm. Genau, lass uns mal ganz kurz gucken. Was haben wir eigentlich auf dem Lager? Wir haben gar nicht so viel, ne? Sojabohnen haben wir sehr, sehr viel momentan. Kappa. Das ist tatsächlich nicht viel, was wir hier haben. Wir haben 14,5 Tonnen da, 8 Tonnen da, 13 Tonnen da. Das ist nicht viel, ne? Das ist echt nicht viel. Wo haben wir denn mal einen Wald? Viva Wald? Pass mal auf, wir nehmen mal Gras weg. Wiese, wie? Haben wir keine Waldgebiete hier? Echt jetzt? Es gibt hier keine Waldgebiete? Also, so richtig nicht? Doch, da vorne ist doch eins, oder? Pass mal auf, da fahren wir mal hin. Lass mal gucken, ob da vorne jetzt ein Waldgebiet ist. Doch, doch. Also ich glaube, das sieht man nur auf der Karte nicht. Aber ich glaube, dass hier irgendwo ein Waldgebiet sein müsste. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir kein... Doch, da auch da vorne sieht das so aus wie ein Waldgebiet. Doch, ich glaube, wir sind da drauf schon vorbeigefahren, meine ich. Also, das wäre ein bisschen komisch, wenn es hier keine Waldgebiete geben würde. Bin ich der Meinung. Aber guck mal, das sieht hier danach aus. Da vorne steht so ein Bäumchen. Einsam und allein. Einsam und allein. Und obwohl... Oh. Was ist denn das hier? Wieso kann man da durchgehen? Ist das so gewollt, dass das einerseits diese Wand ist und dann... Ne, da kannst du nicht durchgehen. Aber ich würde sagen, hier hinter ist, wenn denn, ein Waldgebiet. Bedeutet dieses VSE, dass das irgendwie der... Dass das irgendwie das Waldgebiet ist? Das ortsübliche Waldgebiet? Oder ist die tatsächlich nicht ausgelegt für Forst, diese Map? Das wäre krass. Das wäre tatsächlich sehr, sehr krass. Müssen wir mal gucken, was da hinten so los ist. Kann ich hier... Ah, guck mal, da vorne sind noch mehr Bäume. Kann ich hier durchfahren? Ja, hier ist auch eine Wiese. Hier wäre auch eine schöne Wiese. Hier leckt das gerade ganz schön. Irgendwie... Ah, das liegt wahrscheinlich an meinem Rundumleuchtchen. Achso. Das liegt höchstwahrscheinlich an den Rundumleuchten. Ist das hier ein richtiger Wald? Auch nicht so hundertprozentig richtig, ne? So ein bisschen geht's hier rein. Das ist kein richtiger Waldboden. Ist irgendwie so auf Grün, auf Gras einfach draufgesetzt. Ja, so mega, 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 mega ist das nicht, ne? Da hinten könnte noch ein bisschen was sein. Das da. Wir können da mal hinfahren. Mal gucken, was da so los ist. Wir haben ein bisschen Zeit. Der Mähdrescher braucht eh noch ein bisschen, bis er fertig ist. Ich fahre hier mal querfeldein über die Wiese. Ist ja eine Wiese. Da darf man das ja. Aber das da vorne sieht mir eher nach einem Wald aus, glaube ich. Fahren wir mal so ein bisschen hier am Waldrand entlang. Ne, damit. Okay, jetzt fahren wir mitten über die Wiese. Ich glaube, das da sieht eher nach einem richtigen Wald aus. Vielleicht werden wir uns dann quasi die nächste Folge damit beschäftigen, ein bisschen Holz zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so richtig funktioniert mit dem normalen Sägen. Sagen wir es mal so. Oh ja, das hier ist ein richtiges Waldgebiet. Das hier ist... Ja, es ist sehr, sehr steril hingestellt. Sagen wir es mal so. Ne, sehr geradlinig, aber hier haben wir ein anständiges Waldgebiet. In der Nähe vom Hof sogar. Ja, dann werden wir hier mal ein bisschen Axt im Wald spielen. Definitiv. Dann spielen wir da mal ein bisschen Axt im Wald. Und werden da mal ein bisschen was wegholzen. So, ich fahre mal zurück zum Feld. Dass wir gleich gegebenenfalls sogar den Mähdrescher wieder abtanken können. Sobald der wieder hochfährt. Aber ich glaube, das werden wir dann auch nicht mehr heute in der Folge schaffen. Sondern wenn denn in der morgigen Folge. Es tut mir leid, dass ich am Anfang so ein bisschen salty war, aber ich musste ja mal ein bisschen, also das ist so meine Art, ne? Ich reagiere auf die Kommentare in den Videos, ne? Oder natürlich auch gerne mal direkt dann unter die Kommentare oder bei den Kommentaren, aber denn wenn ich in die Kommentare eingreife, also für alle, die neu sind, wenn ich in die Kommentare reingreife, dann nur in dem Sinne, dass ich denjenigen, der irgendwas geschrieben hat, was vielleicht beleidigend ist oder Backseam Gaming ist oder, dass ich den einfach entferne. Ne, also ich don't feed the troll, mache ich nicht. Ne, die kommen gleich. Tut mir leid, kommen gleich weg. Tut mir leid.
Ihr mögt vielleicht die nettesten Menschen sein auf dieser ganzen Welt, aber wenn ihr mich einmal ärgert, dann war's das. Das gleiche gilt auch für das Livestream-Reno. Ja, wenn denn da irgendwie mal was vorfällt, wenn ich irgendwie, es kann ja auch gut sein, dass ich mal was falsch verstehe, aber in dem Moment, wo ich das falsch verstehe, habe ich es halt falsch verstanden und wie heißt es so schön in der Kommunikation, es ist nicht wichtig, was A sagt, sondern was B versteht. Und in diesem Sinne, meine Freunde, bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch, dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für das ganze krasse Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns übermorgen bei einer weiteren Folge wieder hier in Gödenstedt. Also, bis dann. Tschüss.